Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo, willkommen zu Star Trek Timelines in den unendlichen Weiten des Weltalls. Diesmal passt's. Mit mir dabei wieder der Anno. Moin. Den wir da gestern ich schon schön verredet habe in Two Point Hospital. Kommt noch alles, wird ihr noch alles sehen. Obwohl, soweit wie ich jetzt in Vorproduktion bei Timelines bin, vielleicht geht sie halbwegs auf denselben Tag bei. So schlimm. Ich glaube, ich habe noch vom vorletzten Aufnahme geht jetzt bis diesen Samstag und danach nochmal 5. Okay. Nice. Sind halt angenehme 20, 25 Minuten Häppchen immer. Da freut sich das Rentnerprogramm. Kommentiert der Willi noch fleißig? Nö. Was? Willi, was ist da los? Das ist schon Ewigkeit nichts mehr von dem gehört. Für dich machen wir den Scheiß hier. Bei dir so? Nee. Auch keiner? Also, nee. Guckt das eigentlich noch irgendjemand? Wenn das jetzt noch jemand guckt, diejenigen bitte mal... Schreibt's mal. Die 8 Aufrufe, die ich da immer sehe auf diese Videos. Klickt das mal. Schreibt mir was dazu. In letzter Zeit habe ich wieder mehr Kommentare bekommen, gerade auch von Englisch sprechenden. Ob es mal möglich wäre, dass wir das mal auf Englisch bringen. Aber... Ja, stimmt, das habe ich gelesen bei dir sogar letztens. Ich glaube nicht. Yes, hello my friends, that's out there and very welcome to the timeline. So. Ja, weil ich meine, gerade das Format lebt halt viel vom Talk und von dem Miteinander blödeln. Und so gut kann ich dann auch nicht Englisch, dass ich dann noch irgendwie blödeln kann, dementsprechend auf Englisch. Ach, blend einfach alle 5 Minuten irgendwas von Trump ein, das passt schon. Dass man da irgendwie einen qualitativen Wortwitz bringen kann. Ja, nee, das... Nee. Ich glaube, das wird eher nicht kommen. Man muss ja, glaube ich, auch nicht alle Zuschauerwünsche erfüllen. Hat er jetzt nicht gesagt. Wen vielleicht mal für Special-Videos oder sowas. Aber... Hattest du mal bei... wolltest du das mal... Du hast mal irgendein Video auf Englisch gemacht. War das bei diesem... dieses andere Ding da. Von Star Trek. Adversaries, irgendwie heißt das? Anniversary? Nee, ich glaube, es war. War es nicht dieses Katerin-Headset, vielleicht? Wie ich das hier gezeigt habe? Ach, das ist dieses Spiel, was nie enden will. Ja, scheiß. Ich war aber echt der Meinung, hättest du es jetzt noch einmal mehr gemacht, dann wäre es garantiert fertig geworden. Fuck you! Aber nach wie vor, also, ich hätte es nicht so lange durchgehalten. Ich bin schon so ausgerastet. Da muss doch irgendwas kommen, das kann doch nicht sein. Da hätte ich auch so einen Stream machen sollen. Echt, du hast so weitergeklickt, ja, okay, gut, haben wir es doch bald. Nee. Hätte man theoretisch verlieren können? Oder hast du sogar am Ende verloren? Ich weiß es gar nicht. Nee. Also selbst wenn nicht diese komischen Blutproben-Drops oder was es da waren, keine Ahnung. Diese Drops sind immer aus Geisterhand irgendwie reingegangen. Manchmal hat es geklappt, manchmal nicht. Hast du überhaupt geklickt dafür? Oder ging das? Doch. Video? Geklickt habe ich. Vor allem, das habe ich irgendwie in der Nacht gemacht und ich dachte, wenn ich das jetzt abbreche, wer weiß, ob dieses Katerin-Headset dann zerstört ist. Das heißt, ich muss es eigentlich durchziehen. Boah. Das war das eigentliche Üble. Und dann höre ich auf damit und dann, ach ja, es ist eh erhalten geblieben und ich könnte es jederzeit wieder machen. Ja, sehr schön. Unbedingt. Kannst du mal während so ein, wenn wir so einen 3-Stunden-Stream hier machen. Oh. Oh, das wäre eine Idee. Ja. Bin ich reif für die Klapse. Ja, und wie weit bist du beim Event schon? Ich habe jetzt die Dingens gerade abgeholt, diese Minuet. Wie einer in der Gilde geschrieben hat, ich glaube die Failamia, Event ist dann mal endlich durch, habe ich geschrieben, dann fange ich mal langsam an.
Bin jetzt bei 25.000 sowas. Ja, du bist so weiter als ich. Ich bin bei 135. Kriegst du eine Teilnahmeurkunde von Tamlons? Yeah! Ja, wie gesagt, ich weiß jetzt schon nicht, wohin mit den Charakteren. Ich Boah, habe mir eine geht's auch Runde hier gerade so. mitgemacht und ich habe irgendwie Minuet geschenkt bekommen. Ich habe zwei Lilane geschenkt bekommen. Ich habe eine neue Grüne geschenkt bekommen. Ey, das kann nicht euer Ernst sein. Ich hatte einen freien Platz. Jetzt habe ich schon wieder drei drüber. Ich auch. Ich habe fünf drüber gerade aktuell und habe jetzt eine Reise, wo auch wieder zwei zurückkommen, die ich noch nicht habe. Das kann doch nicht sein. Ich habe jetzt übrigens, Obwohl, also nee, Data habe ich schon diesen Prospero, den habe ich schon voll. Das ist auch toll. Ist immer schön, wenn man einen Charakter auf der Reise kriegt, aber schon voll hat oder neu hat. ja, Dankeschön. die letztens, was ich da hatte, dieses Paket, dieses eine, was man geschenkt bekommen hat. Du machst auf, ja. Geil, drei Auswahl. Voll, voll, voll. Toll, Wo danke. du dann auf Discord geschrieben hast, so, jetzt geht's mir wie dir, Malvo. Willkommen im Endgame. Jo. Joa. Übrigens, hast du schon gesehen, wie das Event heißt? Das wäre doch mal so ein kleiner Hinweis für Disruptor Beam. Moment, ich bin gerade im Event am Bauen. Moment. Mir verlinkt euch auf Discord-Poster oder in die Folge reinbringen. Eigentlich, weißt du, das ist. Ich mache gerade ein. Ich mache jetzt einen Screenshot davon, oder hier mit dem Snipping-Tool. Ich packe es aber nicht bei Timelines rein, ich packe es in einen anderen Kanal rein, die das auch gebrauchen könnten, gerade mal. Ich denke, es fängt auch mit S an. Hat schon ein ähnliches Gebiet. Ähnlichen Kanon, Ähnliches ja. Universum. Na, das wäre doch was für unsere guten Disruptor-Beam-Leute, mal an der eigenen Nase fassen und das Spiel überarbeiten und erweitern und aktualisieren. Danke. Großmütterchen Bin jetzt Data bei sieht auch wieder 75. leicht beschränkt aus. Großmütterchen. Preis für den ersten Rang der Data 5. Auch das. War das eigentlich, hat er das wirklich im Monodeck mal getragen? Ich kann mich da auch wieder nicht dran erinnern. Ich auch nicht. Letztens hat tatsächlich noch irgendjemand, ich bin nicht ganz sicher wer, ich glaube Dom-Dominik oder so heißt er, glaube ich, auf Discord. Es gab doch vor 2, 3 Wochen diesen Boxer Q. Der kam tatsächlich bei der Deep Space Nine Folge vor, meinte er. Okay. Da hat er dann wohl irgendwie mit Cisco geboxt, keine Ahnung. Kann mich nicht mehr erinnern. Ich auch nicht. Oder war Das das, ist. kommt das erst? Bin ja Nee, noch nicht dieser ganz Q durch. kommt nur einmal vor. Ich vermute fast, es ist eine dieser vielen Dinger, wo er eben halt nur einmal. Wollen wir so? B-b-b-b-b-? Nee, okay, dann. Weißt du, das ist nur so eine kurze Andeutung und dann macht er wieder was anderes. Okay. Was er mal wieder gern macht, aber. Ich hätte es echt auch nicht bei Deep Space Nine eingeordnet. Aber der Tacker war erfunden, oder? Hat da auch wer was kommentiert. Welcher Tacker? Nehme ich Da nochmal gab es daran irgend mit. so einen Box-Tacker. Der müsste erfunden sein. Ja, nee, das. Nee. Die hatten ja gar kein Holodeck bei der Enterprise. Die Und armen bevor jetzt einer, Schweine. ja, es gab ein Holodeck auf einem Alien-Schiff in der ersten Staffel, ich glaube Folge 3 irgendwie, ja, aber nicht auf der Enterprise. Das war doch Folge 4. Oh, noob. Oh. So erschimpft sich Tracky. Echt mal. Ja, wo wollen wir denn anfangen? Links oder rechts? Moment, ich habe gerade wieder gebaut. Versuche gerade im Event voranzukommen. Es ist alles nur gebaut. Ey, oh, ey, oh. Ejo. Das ist alles gar nicht meine. Ja, ich würde sagen links. Also ich würde sagen, wir können ja grundlegend immer links anfangen und dann arbeiten wir uns rechts runter. Okay. Also ganz So. links, 10-mal Premium-Z-Portal. Ja.
Also Data 5, Androide, Föderation, Sternenflotte, Kybernetiker, Musiker, kostümiert Mitglied des Königshauses. In welcher Mission braucht man denn das? Keine Ahnung. Ich möchte das jetzt mal sortieren. So, Stasiskammer, Königshaus. Stasiskammer kannst du ja nicht nach Eigenschaften sortieren. Geht das? Es haben tatsächlich drei Leute diese Eigenschaft. Data 5. Ah ja, stimmt. Man kann es sortieren, aber man kann es nicht ansehen. Ja. Ah, geil. Kahleste Unvergessliche. Ich dachte es auch, dass das eher so ein klingonisches Ding ist. Ja, Königshaus haben die, also die haben ja keine Könige bei den Klingonen. Ich kann es halt bisher nur von Kahles und Jadzia war ja auch so klingonisch verbandelt. Wobei nicht da als Prinzessin, sondern. Das ist so traurig, dass du jetzt schon von Var redest. Ich weiß, dass du so weit gekommen bist. Dann gib uns mal den aktuellen Stand. Wo stehst du denn bei welcher Folge? Sollen wir vorher noch das Eventel durchmachen? Dann... Ja, okay. Ja, gut. Oh, das tue erst durch. Ja, dann kriegen wir den Autor-Doktor. Den gab es aber schon. Da bin ich der Mann. Ja, dann haben wir auch schon 100 Mal weggefroren und immer wieder bekommen. Echt? Okay. Oder weggefroren, weggeballert, weil ich keinen Platz hatte. Und jetzt wünschte ich mir wieder, ich hätte ihn nicht weggeballert. Solche Sätze, die man so sonntags früh sagt, wenn man aufwacht, oder so, die habe ich gestern weggeballert. Er läuft. Gut. Haben wir das auch? Hologramm, Föderation, Musiker auch wieder. Sternflotte, Diplomat, Arzt und Schriftsteller. Jo. Ist ja ich, also Diplomaten, da kann ich mich echt mittlerweile zuwerfen mit. Da wäre alles dabei, was McCoy auch gerne sagen würde. Ich bin Arzt, kein Musiker. Ich bin Arzt, kein Diplomat. Ich bin Arzt, kein Schriftsteller. Ich bin Arzt, kein Hologramm. Aber ich bin Arzt der Sternflotte. Dann haben wir Barclay zum trilliardensten Mal überall irgendwo. Den gab es auch schon mal in den täglichen. Mhm. Mensch, Sternflotte Föderation Erfinder Durland. Na, ja. Dann sind wir durch links. Ja. Rechts. Lusira. Sieht TOS-mäßig aus. Ja, ist auch TOS. Ich verstehe nur eine Sache nicht. Hologramm? Ja. Sie ist... Sind das Hologramme? Also zu TOS selbst gab es keine Hologramme. Das Holodeck tatsächlich gab es dann in der Animationsserie, die irgendwann in den 70ern, glaube ich, rauskam. Ach. Und das haben wir dann für TNG übernommen, ja. Aber sie kam in einer normalen TOS-Folge vor. Ob sie jetzt einfach als Projektion jetzt heutzutage einfach als Hologramm betitelt ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich weiß, sie war eine dieser Frauen, die... Sie kam und ging mit einem Strich. Das klingt gerade für den Fall. Alles klar. Weißt du, in dem Moment, wenn du es sagst, stellst du fest, das klingt gerade nicht gut. Das klingt gerade nicht gut. Das wäre so ein Big Bang. And it all ended with a big stroke. Okay. Warte, ich such's dir mal raus. Läuft. Totales Hologramm, das ist ja auch mal wieder amüsant. Das stimmt schon, ja. Aber brutale Hologramme, wie soll denn das gehen? Das hier zu sehen. Der Ding ist brutal, der Kleidungsgeschmack von ihr. Das geht mal gar nicht, die Glockenhosen da. Ich frage mich ja ernsthaft, wie sie diesen komischen
Bauchnabellappen da befestigt haben. Und sie ist angeklebt an die Haut, oder? Theoretisch müsste es doch einfach vorne überlappen, oder nicht? Ja, Klettverschluss. An der Haut. Ja, nee, den angeklebt. Ja. Keine Ahnung. Doppelseitiges Klebeband. Naja, okay. Das ist also Lusira. Für mehr als die drei Eigenschaften hat es nicht gereicht. Kalandan braucht man sonst auch nie. Ah, hier ist es. Und die sehen auch wieder aus wie Menschen. Aber gut, das war bei Toss halt. Ja. Make-up-mäßig waren die jetzt nicht so die geilsten. Du, man muss auch ganz ehrlich sagen, also selbst bis hin über TNG, Deep Space Nine, Voyager und Enterprise, es war ja am Ende, war es immer irgendein Mensch, irgendeine Mini-Prothese auf die Stirn, am Ohr, im Gesicht irgendwo. Was? Das waren immer Menschen, die das gespielt haben? Bam, bam, bam. Oh mein Gott. Meins ist gleich blown. Am Ende war es immer ein Mensch. Finde ich jetzt beim neuen Skype das Chat-Ding da, glaube ich, oder? Ja. Gott, ist das neue Skype blöd. So, ich habe dir mal gerade ein Video geschickt. Ich hab's zum Glück noch nicht, das neue Skype. Ich wehre mich noch dagegen. Das ist beim Time Index, falls es nicht dann starten sollte, 1:29. Ja, ich sehe es, ja. Und dann siehst du, wie die auf das Schiff, wie sie das Schiff betreten und verlassen. Das meinte ich mit, sie kommen und sie gehen mit dem Strich. Warte. Oh, what I mean. Bildschirmaufnahme. Da läuft Scotty los. Ja. Und sie, hui, geht mit Und dem Strich. das war aber echt, das war echt so. Ich wollte es beschreiben, dass sie da so und dann. Ja. Wie ist halt mal so passiert. Dinge passieren. Hast du sie schon durch? Ich hab's ja nicht mal noch in der Crew. Also, wie schon weg, wer Nee, ist? ich habe ja keinen Platz gerade. Ach so, okay, ach so. Reicht nicht mal für die. Das reicht nicht mal für die. Dann landen die es echt nicht. Ach, stimmt. Das war ja noch nicht, oder? Dann gibt es den Commander Barclay mit Sternenflotte, Erfinder, Kommunikator, Quantenmechanik, Mensch und Föderation. Er hat auch die Hose bis zum Bauchnabel um. Sieht so schrecklich aus, Das ey. ist quasi so typisch Ami-Rentnerhose. Und die Farbe vom Oberteil, eben, mein Gott. Ja, Der Opi. die sind auch nur deswegen so hoch, die Dinger, damit man die Windel, die sie tragen, nicht mehr sieht in dem Ja. Bild. Ja, aber wirklich. Aber der hat ja auch noch die alte Hose, oder? Hattest du nicht mal gemeint, sie haben dann irgendwie die Hosen getauscht? Wer hat die Hosen getauscht? Meinst du jetzt die, weil sie unten unter den Schuhen befestigt Ja, waren? ja. Das war bei der Voyager-Uniform, glaube ich, immer noch Standard. Okay. Das, was sie bei Das TNG kann auch geändert bei. hatten, oder? Bei TNG haben sie den Zweiteiler draus gemacht. Bei TNG war das Nervige, dass das Ganze ein Einteiler war. Ah, okay, so war das. Du war das. Einteiler. Ja, oder wie, keine Ahnung. Ja, so wie so ein Schuh, Skianzug halt. Ja, genau. Dass sie wahrscheinlich für eine Serie halt nicht den hochwertigsten Stoff genommen haben, der sich jedes Mal glättet. Kam es zum PK-Manöver. Kam es zum Picard-Manöver. Ja, danach kommt nochmal Menuett bei 25.000. Und dann war es das eigentlich schon. Minuet gab es ja letzte Woche schon. Ja. Finde es ein bisschen nervig, dass es schon wieder ein Bau-Event ist. Das ist jetzt das dritte in Folge irgendwie. Naja.
Ja, aber hey, es gibt wieder Community-Belohnung. Ich habe ein Pack aufzumachen. Oh, hab ich das schon auf? Nee, ich glaube nicht, ne? Meinst du nicht gerade vorher? Dass du. Doch, hier. Ja, das Pack, was ich letztens aufgemacht habe, von letzter Woche, wo es mit den drei Auswahlen war. Okay. Das meinte ich vorhin. Komm, machen wir es mal auf. Was kommt denn bei rum? Ja, wohl das Pack Opening. Yeah, geil, Savik. Odo. Okay, war Auswahl, oder? Wenn es mit den drei Sternen Ja. anfängt. Müsste, ja. Reed. Ja, ganz viele Leute zum Wegwerfen. Du hast Weißt sicher du, was wieder mir fünf wünscht? Auswahl, ey. Nee. Markus, weißt du, was ich mir jetzt hier wünschen würde? Ich habe jetzt alles, jedes Mal Crew bis auf ein Schiff, ja, und zwei Schiffe. So Kirk wäre geil, oder? Wahrscheinlich. Ja, Dein Admiral Kirk. du hattest letztens, glaube ich, Admiral Kirk bei dir in der Auswahl, oder? Ja. Ah! Und was ist bei dir? Ja. Jake, exakt derselbe Jake, den ich letztens schon als vollständig Ach, hatte, der wenn ich mir alte. jetzt der alte Jake, genau. Dann könnte ich jetzt theoretisch anfangen mit dem Cardassianer Dukat. Ich glaube, Besetzer Dukat müsste es sein, der den Baseball in der Hand hält. Ja. Den habe ich noch gar nicht. Oder ich nehme die Kriegs-Janeway mit den Handschuhen drauf. Ja. Ist sie gut? Nee. Toll! Die hat Kackwerte. Und der Dukat mit dem Baseball, wie gut ist der? Kenne ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber besser ist der doppelte Check, ne? Ja, ich Da würde ich muss eher dann Janeway nehmen. Dukat nehmen. Okay. Echt? Ja, Okay. ich hab ich keinen Platz. Du Wir müssen bevorzugst zu. Deep Space? Nein? Bevorzugst Voyager? Okay. Ja, die dann hier halt Dukat. Nein, aber Janeway ist cool. Ja, Mario, Ich habe tatsächlich letztens sogar angefangen. Ich hatte bisher ja lila bis 700 weggefroren. Mittlerweile bin ich auf den Status lila bis 750 wegzufrieren. Willkommen im Aber immer, Endgame. der Platz fehlt. Jetzt fehlt der Platz. Das Endgame lässt grüßen. Ja, es ist grauenvoll. Ja, dann mache ich auch mal auf hier. Premium Zeitportal, voll das geile Pack-Opening. Halten Sie sich fest.